Herzlich willkommen zu Wer wird Millionär, der Quizshow um eine Million Euro. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit uns Mostbandit 38/Lars und Ihren Moderator, den Paul. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Aufnahme von WWM heute. Es ist echt heute der Tag der Panne, könnte man sagen. Ich habe vorhin schon fast eine Stunde lang aufgenommen und gespielt, Fragen beantwortet und was ist am Ende? Mitten während der Aufnahme. Platte ist voll, ne? Das ist aber umso schöner. Ich konnte die Datei mal wieder herstellen, von dem, was jetzt vielleicht verloren gegangen ist, aber es ist qualitativ einfach nur scheiße. Ganz ehrlich. Deswegen muss ich jetzt nochmal die Folge neu aufnehmen. Ich werde das Ganze verkürzen leider auf eine halbe bis Stunde bis 40 Minuten heute nur. Tut mir sehr leid für euch, aber dafür kommt noch ein anderes WWM-Video, was nicht zwingend was mit dem LP zu tun hat, aber es kommt noch eins. Deswegen keine Sorge. Und ansonsten machen wir das Ganze heute wie immer. Wir spielen WWM mit den Auslaufgaben ganz normal drum und dran. Und gleich noch eine Sache zu Beginn. Es ist jetzt wieder Mittwoch. Ich nehme jetzt gerade um 14.30 Uhr auf. Ich bin im Zeitplan sehr, sehr weit hinten dran. Und naja, ich kann schon mal sagen, Season 2 ist ready. Ready to go. Welches Format, welches Studio, was kommt, sage ich nicht. Ich sag nur eins, es kommt nach nächster Woche, nach Folge 49, kommt schon ein Video, in dem ihr euch bewerben könnt. Das sage ich schon mal. Denn Season 2 wird nicht von mir gespielt, sondern von mir moderiert. Das heißt, ich moderiere und ihr spielt. Wer da wie und was Lust drauf hat, gerne in die Kommentare dann von dem nächsten Video, was dann halt eben kommt, melden. Ansonsten, es wird eine bestimmt sehr spannende Season. Ich werde, habe mich entschieden, jede Season 50 Folgen machen. Wie die aufgeteilt sind, verrate ich jetzt erstmal unsere Folge heute. Noch die restlichen 38 Minuten ausnutzen, WWM spielen mit diesen 5 Kandidaten heute, das sind Kandidat 1 aus Nürnberg, Kandidat 2 aus Rostock, Kandidat 3 aus Kiel, Kandidat 4 aus Frankfurt am Main und Kandidat 5 kommt aus Essen. Unsere erste Frage ist stets, wer diese Aufgabe am schnellsten löst. Verfolgen Sie den Weg einer Nachricht von der Entstehung bis zum Leser. A. Druck. B. Redaktionsschluss. C. Recherche. D. Kiosk. Sollte so sein. Und die Zeit ist auch schon um. Und die Lösung lautet Recherche, Redaktionsschluss, Druck, Kiosk. Wer war am schnellsten? Und der schnellste war Kandidat 1. Probieren wir schon so. Kandidat 1 aus Nürnberg. Offensiv oder defensiv? 4 Joker, raus damit. Dann wollen wir um 1 Million Euro spielen und dies mit 4 Jokern. Joker, go. Bei Wer wird Millionär? Dreht sich alles. Hochrechnungen. Umfragen. Prognosen. Vorhersagen. Umfragen. D. 50 Euro geschafft. 100 Euro, wenn Sie mir sagen. Zumindest sprichwörtlich betrachtet ist Blut nun mal schwerer als Rotwein, dicker als Wasser. Süßer als Ketchup, nein. Dicker als Wasser, teurer als Tomatensaft. Nee. Stimmt erneut. Jetzt gibt's 200 Euro. Bei einer kleinen Kartoffel handelt es sich sozusagen um einen Bußgeldbescheid, ein Knöcheln, einen Strafzettel, eine Verwarnung. Deutschen B. Eine Runde weiter. Killefragen-Modus für 300 Euro.
Was lässt man sich redensartlich nicht gern vom Brot nehmen? Wurst, Käse, Butter, Honig. Butter vom Brot nehmen? Nee, also kann nur Honig ums Maul schmieren. Sprichwort vom Brot nehmen. Gott. Das fängt ja super an. Butter vom Brot nehmen? Oder Wurst vom Brot nehmen? Käse ließ ich aus, mit Honig genauso. Ich sag. Ich sehe Butter vom Brot. Richtig. Ja. Viel Erfolg bei der 500-Euro-Frage. Beantworten Sie sie richtig, kann Ihnen die Kohle keiner mehr nehmen. Womit wird ein Antiquariaten gehandelt? Taxi Kaiser, Fahrradfürsten, Autografen, Busherzoge. Was? Antiquariaten? Denn das sein? Noch nie gehört. Meinen Sinn macht er nur was. Ich nehm C. Und wieder eine Runde weiter. Nicht nervös werden. Es geht erst um 1000 Euro. Der Chef des Kanzleramtes war manchmal auch gleichzeitig Bundesminister für neue Lösungen, gute Leistungen, besondere Aufgaben, offene Rechnungen. Chef des Kanzleramtes. Bundesminister für offene Rechnungen könnte passen. Neue Lösungen natürlich auch. Leistungen würde ich ausschließen. Könnte A oder D sein. Ich frage, das ist ein Telefonjoker. Und ihre drei Telefonjoker sind Armin Eyinger, den Dieter Bohlen und zu guter Letzt Elton. Rufen wir Elton an? Also nehmen wir den Elton. Hier steht, 1971 West-Berlin. Showpraktikant. Okay, wird er schaffen. Los geht's. 100%ig C, besondere Aufgaben. Oder das eben, Dankeschön, C. 1000 Euro sind geschafft. €2.000, wenn Sie mir sagen können. Wer mit einem Stethoskop arbeitet, betrachtet der wörtlichen Bedeutung nach das Gehirn, den Darm, das Blut, die Brust. Also Stethoskop, damit geht man meistens immer an Brust. Deswegen würde ich sagen, das sollte doch Antwort D die Brust sein. €2.000 gehören Ihnen, falls es stimmt. Und tut es das? Ja. Jupp. Jawohl. €2.000 ist die richtige Antwort auf die folgende Frage wert. Wer wird durch Verzicht auf das Erz zur Porzellanherde? Kerstin, Caroline, Cornelia, Katharina. Kerstin, Caroline, Cornelia, Katharina. Kerstin, nee. Porzellanerde. Caroline, Cornelia, ich schließe Katharina schon mal aus. So. Cornelia. Nein. Entweder Kerstin oder Caroline. Ich nehme mal 50-50. Okay, Computer, bitte lösche zwei falsche Antworten. Ob es auch zwei falsche Antworten waren? Langsam ist es ein echter Grund, wieso ich diesen Joker schon hasse. Es passiert immer dasselbe bei mir. A oder B? Ich
Ich würde sagen, es ist Antwort B. Kaolin. Gut, dann probiert einfach aus. B. 4000 Euro. Ist schon ein bisschen Geld. Was Sie jetzt auch besitzen. Ja. Ah. 8000 Euro geht es zu gewinnen. Sie müssen mir einfach nur sagen. Was las man im Frühjahr unzählige Male auf den Anzeigetafeln deutscher Flughäfen? Annulliert, 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 annulliert. Also ist doch jetzt nicht schon ernst. Annullieren. Was schreibt man mit Doppel-L? Doppel-N. Design. A-iert? Annullieren. Wie eigentlich? Annullieren. Nee, annulliert. Wir kürzen es ab. Glückwunsch zu 8000 Euro. Ach jawohl. So langsam wird's teuer. Es geht ja immerhin schon um 16.000 Euro. Welcher tierische Titelheld überlebt das Ende des gleichnamigen Kinohits? Der weiße Hai. King Kong, Moby Dick, Tarantula. Tierische Titelheld. Glaub King Kong. Nein. Moby Dick. Könnte sein, aber. Oder? Warte mal. Nee, Quatsch auch nicht. Tarantula? Bleibt nur noch der weiße Hai übrig fast. Kann auch sein, dass ich mich gerade irre, aber ich würde sagen, ich weiß es aber nicht. Wie sichert das Ganze ab? Ich sag Publikumsjoker. Und hier die Frage, welcher tierische Titelheld überlebt das Ende des gleichnamigen Kinohits? Der weiße Hai, King Kong, Moby Dick, Tarantula. Bitte nur die drücken, die es wirklich wissen. Wir haben eine absolute Mehrheit für C mit 81%. Dann nehmen wir Antwort C halt eben. Man kann sich auch mal belehren lassen. 16.000 Euro gehören jetzt Ihnen. Glückwunsch. Sie sind ganz schön toll. Es geht schon um 32.000 Euro. Viel Glück und bleiben Sie ruhig. Auf welcher Rennstrecke wird in der Formel 1 der große Preis von Malaysia ausgetragen? Sepang, Lepang, Mepang, Bipang. Der große Preis von Malaysia. Wie hieß die Scheißstrecke? Ich weiß gar nicht. Formel 1 kenne ich ja, aber wie heißt diese? Hieß die Strecke Sepang? Nee. Ich weiß es nicht. Das müsstest du eigentlich wissen durch meinen Vater, weil der es alles guckt. Ich glaube, ich muss da mir den Zusatzzucker zur Hilfe holen. Auf welcher Rennstrecke wird in der Formel 1 der große Preis von Malaysia ausgetragen? Sepang, Lepang, Mepang oder Bipang? Oh, doch so viele Formel 1-Tierer hier oben. Die ganzen Herren in der ersten Reihe, in der zweiten da hinten, alles voll. Sie hier vorne in der zweiten links. Sei ein eine Folge in C. Ich kann definitiv zwei Antwortmöglichkeiten ausschließen. C und A sind es nicht. Und ich tippe mit 40%iger Sicherheit auf D. Bepang-Gesetz, aber es kann ja auch B, Lepang-Gesetz sein. Okay. Das hilft mir jetzt nicht sehr, Alter. D oder B? Dankeschön. Echt eine gute Frage. Sie sagt D oder B? Thank you.
Formel 1. Echt gute Frage. D oder B? Ich dachte mir irgendwie, das wäre entweder B oder A. Dachte die D. Das bringt mir jetzt überhaupt nichts weiter. Ich hätte es gesagt, das wäre Antwort A, Sepang. Verdammt. Sepang glaube ich einfach nicht, dass das sein kann. Ich glaube, ich lasse das dabei. Ich würde sagen, es ist A oder B, aber nicht D. Ich steige aus, glaube ich. Dann beenden wir die Frage und gratulieren recht herzlich zu gewonnenen 16.000 Euro. Getippt hätte ich, wie gesagt, eher auf A oder B. Ich sage jetzt einfach mal, ich bin jetzt gegen die Dame, sag mal A. Können Sie zu Hause was mit dieser Frage anfangen? Auf welcher Rennstrecke wird in der Formel 1 der große Preis von Malaysia ausgetragen? Sepang, Lepang, Mepang oder Bepang? 44.644 mit A, B, C oder D. 5.000 Euro gibt es zu gewinnen. Viel Glück! Willkommen zurück bei Wer wird Millionär? Mit Kandidat 1 aus Nürnberg. 32.000 Euro oder 500 Euro? Also die richtige Antwort lautet, laut meinem Bildschirm, Sepang. Also haben Sie 32.000 Euro gewonnen. Ich hätte recht gehabt. Deswegen, also nichts gegen Frauen jetzt, aber Sie da oben, Sie, ne? Das hätte so schief gehen können. Ich setze Sie nicht nochmal ein. Neue Runde. Und es sind noch vier da. Wollen wir mal sehen, wer von euch der Nächste ist. Ordnen Sie folgende Kino-Hits chronologisch. Von 1977 bis 2002. Oh. A. Chicago. B. Philadelphia. C. L.A. Confidential. D. New York. New York. Keine Ahnung. Kann ich überhaupt nicht beantworten. Um die Zeit sein, würde Yoda sagen. Und wie ist es richtig geordnet? New York, New York, Philadelphia, L.A. Confidential, Chicago. Mal sehen, wer es richtig hat. Niemand? Wirklich niemand? Naja, dafür haben wir eine Ersatzaufgabe. Hier ist der nächste Versuch. Willkommen im neuen Jahr. A. 0. B. 1. C. 2. D. 4. Das war jetzt mal eine relativ einfache Aufgabe. Um die Zeit sein, würde Yoda sagen. Dann wollen wir mal schauen. 2. 0. 1. 4. Wer war am schnellsten und hat es sogar richtig? Hey, ich. Und der Gewinner ist Kandidat 2. Respekt, Respekt. Kandidat 2 aus Rostock. Risiko oder Feige? Ich nehme den vierten Joker wieder. Dann wollen wir um 1 Million Euro spielen und dies mit 4 Jokern. Was tun Verliebte mitunter stundenlang? Däumchen drehen. Pfötchen geben. Händchen halten. Beinchen heben. Antwort C. Korrekt.
100 Euro, wenn sie mir sagen. Deutschland ist. Neben Klaus der Elbe. Zu Albert des Rheins. Bei Richter oder Anrainer der Donau. Was? Was? Deutschland ist. Feierrichter, oder? Anrainer der Donau und die? Auch 100 Euro sind geschafft. Oh. Jetzt gibt's 200 Euro. Das Zünglein an der Waage gibt. Die Krätze, die Akne, die Pusteln, den Ausschlag. Antwort D. Passt. Telefragenmodus für 300 Euro. Was machen Fast-Food-Liebhaber häufig beim Essen? Bösen, schlingen, hacken, schleifen. Schlingen, B. Passt erneut. Hier kommt Ihre erste Sicherheitsstufe. Wert 500 Euro. Was wird im Schülerjargon Ratzerfummel genannt? Tintenpille, Radiergummi, Tafellappen, Turnhose. Radiergummi, Antwort B. Und wieder eine Runde weiter. €1.000 ist Frage 6 wert. Viel Glück. Was darf man seit Ende März nicht mehr tun, wenn man in Irland einen Pub besucht? Darts spielen, Guinness trinken, reden, rauchen. Rauchen, D. Ist hier schon Schluss? Nein, eine Runde weiter. €2.000, wenn Sie mir sagen können. Wer wurde 2003 Staatspräsident der Tschechischen Republik? Ivan Heinrich, Jerzy Ludwig, V.A. mit Akut Klav Klaus, Ladislav Peter. Hatten wir die Frage nicht schon mal dieser? Ich sag C. Also auf meinem Bildschirm ist ein grünes Quadrat zu sehen. Bedeutet wohl, dass es stimmt. Glückwunsch zu 2000 Euro. Finden Sie die richtige Antwort für 4.000 Euro? Ein Klassiker der Augsburger Puppenkiste ist das Stück Katze, ohne Schwanz, mit Hut, im Sack und Maus. Ich würde sagen, Katze mit Hut. Weiß es aber nicht. Ich glaube, ich muss mir mal helfen lassen. Ich nehme meinen Telefonjoker, die übrigens auch wieder die Standard-Telefonjoker sind. Okay. Wen von den dreien nehmen wir? Armin Eyinger, Dieter Bohlen oder Elton? Ich nehme wieder Elton. Dann rufen wir den Elton an. Hier steht, das, 1971 West-Berlin. Showpraktikant. Okay. Wir rufen mal an. Leider habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, aber ich will nicht, dass der Joker unnütz war. Ich tippe auf A, ohne Schwanz. Aber es ist nur eine Tendenz mit 30%iger Sicherheit. Okay, danke dir. A, ohne Schwanz. Die Katze ohne Schwanz. Glaube ich fast nicht. Katze ohne Schwanz. Katze mit Hut, würde ich sagen. Sack, das ist ein Sprichwort. Katzensack. Aus, ein. Ohne Schwanz glaube ich nicht. Ach Mann. Jetzt. Wir hatten eben schon ein Problem. Ich nehme jetzt B, so. Momentan stehen sie bei 2000 Euro. Werden es jetzt 4000 Euro?
Ja, ja. Werden es. Sind Sie bereit für die 8000-Euro-Frage? Ein neues Teenie-Idol ist der 15-jährige Justin Bieber. Dax, Iltis, Otter. Teenie-Idol? Also die Frage ist wohl etwas älter, deswegen könnte es Justin Bieber eigentlich nur sein. Ich sag A. Dax und Iltis sind schon mal falsch. Richtige Antwort für die 8000-Euro-Frage lautet Bieber. Die Frage muss alt sein. Frage Nummer 10 für 16.000 Euro. Welches Land ist nach dem Fluss benannt, an dem es liegt? Ecuador, Kolumbien, Bolivien, Uruguay. Als die Antworten jetzt aufkamen, vielleicht hätte ich gesagt jetzt C oder B. Ich lass mir hier mal helfen und gebe die Frage ans Publikum weiter. Und hier die Frage, welches Land ist nach dem Fluss benannt, an dem es liegt? Ecuador, Kolumbien, Bolivien, Uruguay. Und jetzt abstimmen. Wow. Wir haben eine absolute Mehrheit für D mit 57%. Auf dem zweiten Platz ist B mit 42%. Eine tolle Wurst. 57-42. Gibt's einen Fluss Uruguay? Kann sogar gut sein. Ich riskiere D, vertraue dem Publikum. 16.000 Euro gehören jetzt Ihnen. Ja! Glückwunsch! Sehr gut! €32.000 gibt es, wenn Sie mir Frage 11 richtig beantworten. Der mit dem Oscar prämierte Regisseur von Forrest Gump führte ebenfalls Regie bei. Zurück in die Zukunft. Jurassic Park. Dirty Dancing. Terminator. Das wüsste ich jetzt nicht. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es ein Zusatzjoker beantworten könnte. Deswegen, ich bitte mal den Zusatzjoker um Hilfe. Der mit dem Oscar prämierte Regisseur von Forrest Gump führte ebenfalls Regie bei. Zurück in die Zukunft. Jurassic Park. Dirty Dancing oder Terminator. Wenige Filmfreunde hier, die ich auskenne. Ah, hier sind auch noch ein paar. Ich würde mal sagen, die hier in der Mitte. Sei eine Folge in C 100%ig A. Zurück in die Zukunft. Okay. Finden sicher aus, sie wirken seriös. Ich nehme Antwort A. 32.000 Euro gehören Ihnen. Glückwunsch. Und nicht zu vergessen, 500 Euro gehen an Ihren Joker. Nun stehen wir schon vor der Frage 12 für 64.000 Euro. Viel Geld, wie ich finde. Hoffentlich entscheiden Sie sich für die richtige Antwort. In welchem Land werden weder auf die Euro noch auf die Zentmünzen Bilder von Personen geprägt? Luxemburg, Irland, Frankreich, Griechenland. Gute Frage, Zentmünzen ohne Bilder von Personen. Also, Frankreich hat, glaube ich, in jedem Fall und Luxemburg auch. Irland weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich hole mir mal den 50-50 Joker. Vielleicht hilft der mir ein bisschen weiter. Okay, wir haben zwei hoffentlich falsche Antworten entfernt. Ich hasse diesen Joker. Habe ich schon erwähnt? Ich glaube, ich hasse den Joker. Ich hasse den. Ah, Mann. So hätte ich auch gewusst.
Irland oder Griechenland ist. Ich würde sagen, es könnte Irland sein. Könnte Irland sein. Aber hat Irland keine Personen drauf? Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Es ist nur eine Vermutung. Griechenland hat doch, glaube ich, welche. Ah, Mann! Ich würde jetzt so gerne B riskieren. Wisst ihr was? Ihr macht das jetzt einfach. Das klingt jetzt zwar fast schon wahnsinnig, aber ich würde sagen, wir riskieren mal Antwort B. Sollen wir mal machen? Ich würde mal sagen, ja, man kann es ja mal riskieren, auch Spaß. Ist ja nur ein Spiel. B. Irland. Leider müssen auch wir mal Werbung machen, deshalb geben wir die Frage an die Zuschauer daheim weiter. Ach nö. In welchem Land werden weder auf die Euro noch auf die Centmünzen Bilder von Personen geprägt? Luxemburg, Irland, Frankreich oder Griechenland? 44.644 mit A, B, C oder D. 5.000 Euro gibt es zu gewinnen. Viel Glück. Jetzt bin ich sehr gespannt. Danke, dass Sie dran geblieben sind bei Wer wird Millionär? Mit Kandidat 2 aus Rostock. Sie sind wirklich mutig. Doch zahlt sich dieser Mut aus? In Ihrem Fall zahlt es sich aus und zwar in 64.000 Euro. Yes! €125.000 ist nicht wenig. Damit bekommen Sie einen ganzen Geldkoffer voll. Wäre schon geil. Aber erstmal müssen Sie mir diese Frage richtig beantworten. Wer horcht wohl am ehesten auf, wenn von Encasing-Bezügen die Rede ist? Hausstaubmilbenallergiker, Pokerspieler, Steuerfahnder, Griechenland und Spanien. In Casing-Bezügen, bei der Frage bin ich schon mal ausgestiegen. Casing-Bezüge war A. Herzlichen Glückwunsch zu 125.000 Euro. Ich hab's mir gemerkt, ich hab's mir gemerkt. Schön! €500.000. Ein Haus ist damit sicherlich drin. Mit Pool und Garten. Aber dafür müssen Sie mir erstmal sagen. Welche italienische Großstadt wird auch La Dosta, La Grassa, La Rossa genannt? Mant, Palermo, Neapel, Bologna. La Dotta, la Grasta, la Rossa. Das ist jetzt eine schöne Frage. Italien. Ich weiß nicht, wie, wo. Die erste Vermutung, die ich hatte, als die Antwort aufkam, war Bologna. Mailand hätte ich schon mal ausgeschlossen. Palermo. Wo liegt denn? Wüsste ich nicht mal. Ich weiß, wo Mailand liegt. Ich weiß, wo Neapel liegt. Ich weiß, wo Bologna liegt. Palermo kenne ich überhaupt nicht. Ich würde sagen, könnte Bologna sein. 500.000. Das ist schon eine Wahnsinnssumme, das da. Jetzt 124.500 Euro zu verspielen oder 375.000 Euro zu gewinnen. Ah.
würde echt gerne jetzt die riskieren. Bologna, es gab auch Bologna-Prozess. Hat zwar nichts damit zu tun, aber irgendwie hat man das Bologna gerade einleuchtend gemacht eben. Antwort D! Leider müssen auch wir mal Werbung machen, deshalb geben wir die Frage an die Zuschauer daheim weiter. Ah, oh, nö. Welche italienische Großstadt wird auch La Dosta, La Grossa, La Rossa genannt? Mant, Palermo, Neapel oder Bologna? Mit ein bisschen Glück können Sie die 5000 Euro gewinnen. Viel Erfolg. Jetzt bin ich gleich geflasht, dass das falsch ist. Wir machen weiter. Und wieder zurück aus der Werbung bei Wer wird Millionär? Herzlichen Glückwunsch zu steuerfreien 500.000 Euro. Geben Sie nicht alles auf einmal aus. Alter! Boah! Jetzt kommt sie, unsere schwerste Frage. Sie ist uns 1 Million Euro wert. Viel Erfolg. Bitte Ruhe im Publikum. Hier kommt die Frage für 1 Million Euro. Wessen Schwiegermutter heilte Jesus per Handeauflegen vom Fieber? Abraham, Jakob, Petrus, Isaac. Boah, was? Das kann ich jetzt nicht mehr beantworten. Wessen Schwiegermutter heilte Jesus per Handauflegen vom Fieber? Schließ D aus. Kann nur A, B oder C sein. Aber das traue ich mich jetzt überhaupt nicht mehr. Das traue ich mich nicht mehr, Freunde. Ich würde sagen, wir machen es kurz. Schwankt zwischen A und E? Weiß es nicht. Und ich höre auf. Hier ist Schluss. Letztes Wort. Leider hat es nicht sein sollen. Aber freuen Sie sich über die Gewinnsumme von 500.000 Euro. Was wäre wohl richtig gewesen? Ich hätte geschwankt zwischen A und B. Ich hätte gesagt, Antwort A, Abraham. Möchten Sie daheim auch mitspielen? Dann ist jetzt Ihre Chance. Wessen Schwiegermutter heilte Jesus per Handauflegen vom Fieber? Abraham, Jakob, Petrus oder Isaac? 44.644 mit A, B, C oder D. 5.000 Euro gibt es zu gewinnen. Viel Glück. Danke, dass Sie dran geblieben sind bei Wer wird Millionär? Mit Kandidat 2 aus Rostock. So viel Spannung haben wir nur selten. Es geht um 1 Million Euro. Ist die Antwort falsch, fallen Sie auf 500 Euro zurück. Ein schreckliches Ereignis. Aber leider müssen Sie sich damit jetzt abfinden. Die Antwort ist leider falsch. Es wäre der Petrus gewesen. Wow. Wow. Alles, wirklich alles dahin richtig gemacht. Das war eine Runde mit scheiß viel Glück, kann man sagen. Es war eine schöne Runde. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich beende die Folge jetzt an dieser Stelle schon, denn ich muss das Ganze noch bearbeiten, schneiden und hochladen. Es wird noch was dauern. Mal gucken, wie die Folge hochladen wird. Das war's. Liebe Zuschauer zu Hause. Kandidat 1 hat 16.000 Euro gewonnen und Kandidat 2 hat 500.000 Euro gewonnen. Punkt. Das war eine SCHNE und spannende Sendung. Nächste Woche geht es weiter mit Folge 49 von Wer wird Millionär. Schalten Sie wieder ein oder trainieren Sie unter RTL.de. SCHNE am Abend und auf Wiedersehen.